Hallo und herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch ganz, wie ich von ganzem Herzen. Ich freue mich auch, dass ihr im neuen Jahr meine Videos weiterhin schaut. Da freue ich mich sowas von riesig drüber. Und ich würde auch sagen, wir gehen in RF4 auf Anfänger-Account. Gehen wir gleich auch direkt rein, um hier auch weiterzukommen. Ja, wir haben hier schon wieder am nächsten Spot, wo wir hingelaufen sind. Der ist auch gar nicht weit weg vom vorigen Spot. Haben wir schon wieder gute, ja, Frequenz. Ja, es geht immer besser. Das ist so sicher wie das Abend der Kirche. Das wissen wir alle. Ich habe jetzt hier verschiedene... Ja, es geht besser. Oh ja. Es ist ein Rotauge. Oder Arland. Ne, ein Rotauge mit 970 Gramm. Das ist natürlich schon heftig. Ich habe hier verschiedene Weiten. 15, 17 und 20 Meter. Ich muss ganz ehrlich sagen, es läuft bis auf 17 Meter, läuft eigentlich ganz gut. Also 15 und 20 Meter laufen. Was haben wir jetzt da? Da haben wir doch eine Brasse mit 1,4 Kilo. Das ist die, die wir haben wollen. Die Größe wollen wir haben. Und da bleiben wir natürlich auch dann dran. Wir schauen hier mal eben rein. Die zuppeln auch teilweise nur und dann ist auch wieder vorbei. Also da müssen wir wirklich mal ein bisschen schauen. Und zwischenzeitlich gratulieren wir dann auch nochmal im Chat für die Trophäe. Genau. Ja, wir haben... Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Letztes Jahr. Mein Gott, ist das schon wieder lange her. Naja, nur das Wochenende dazwischen. Aber ist egal. So, so, wir zuppeln nochmal durch. Wir haben unsere Futterbeschaffenheit haben wir hochgeskillt. Beziehungsweise unsere Köderbeschaffenheit. Wir können jetzt Perlgraupenbrei herstellen. Das ist natürlich sehr gut. Weil wir müssen, wissen wir ja, bis auf Knoblauchteig kommen. Das heißt 35%. Uns fehlen noch 15%, um dorthin zu kommen. Süßteig, Weizenkörner und Grießbrei. Schauen wir mal, ob wir dazu Lust haben, weil wir müssen da wieder jede Menge für kaufen. Ob wir da auch das Silber für haben, weiß ich noch nicht. Da gucken wir einfach mal. Wir gehen hier rein in eine Futterzubereitung und welche Route haben wir da? Die 1 hatten Biss, die 2 hatten Biss. Na komm, und die 3 noch, oder? Ne, die 3 möchte nicht. Aber die 1 und die 2 sind dran. Die 3, die geht sofort ab. Da haben wir dann sofort ein Biss dran. Und ihr seht, die andere Route geht auch ab. So. Da gehen die Routen ordentlich von ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt hier auf die 2 drauf. Und da haben wir schon wieder, hat jemand eine Trophäe gefangen. Ein Rotauge mit 1,37 Kilo. Das ist natürlich auch was Schönes. Eine Schleie wurde gefangen hier in den Areal drin. Ja. Na, hier gehen jetzt beide Routen schon wieder. Rechts und links geht. Na, wer möchte jetzt zuerst? Da die 1 möchte zuerst, da ziehen wir auch direkt an. Und dann haben wir dort wieder ein Rotauge. Nehmen wir natürlich auch mit. Ist egal. Jeder Fisch bringt Silber, auch selbst mit meinem Hauptaccount, ihr kennt es, ich nehme jeden Fisch mit, warum auch nicht. So, aber jetzt ist hier gerade Pause, genau, dann gehen wir auf Perlgraupenbrei, es wurde direkt reingesetzt, wir haben 100 Portionen da, klicken wir nochmal an,
und dann stellen wir Perlgraupen her. Leckere Perle haben wir hergestellt und ihr seht sofort 0,2% dabei. Hier geht es jetzt wieder schneller, weil wir sind einen höheren Futterwert und dadurch hin bekommen wir jetzt auch schneller wieder die Prozente. So, machen wir noch ein, zweimal und dann gehen wir erstmal wieder zurück auf die Routen gucken. Hier können wir jetzt natürlich wieder ordentlich auch ziemlich zügig vorwärts kommen. Aber ja, wir müssen es auch im Auge behalten, dass wir die Routen im Wasser haben. Und da seht ihr schon wieder die erste Route, da geht schon wieder die Schnur los. An der zweiten Route scheint auch schon wieder was dran zu sein. Es ist jetzt Beißzeit für die Brassen und die wollen wir auch natürlich so viele wie möglich mitnehmen. Na, ne, da war nichts dran. Okay. Das ist kurios, aber okay. Das habt ihr auch öfters, die Schnüre werden auf einmal schlaff und ihr wisst überhaupt nicht warum. Das passiert, kommt vor, werdet ihr selber noch merken, oft genug. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt wieder in eine Köderbeschaffenheit rein und stellen weiterhin Perlgraupenbrei her, damit wir dort dann auch vernünftige Prozente bekommen. Ah, fehlgeschlagen, das ist natürlich mies. Das tut, sage ich jetzt auch mal, weh bei den Perlgraupen hier. Aber okay, 100 Portionen haben wir. Wenn wir davon nur, sagen wir mal, 10 Stück brauchen wir für 1%. Das heißt, wir kriegen gerade mal nur 10 Portionen, also 10% mit der Einladung hin. Wenn alle durchgehen, Quatsch, 10 Portionen für 2%. Das heißt, wir brauchen 40... circa 50 Portionen. Die Hälfte der Perlgraupen, die wir haben, wird weg sein. Guck mal da, Süßteig und Weizenkörner schon freigeschaltet. 25% haben wir schon. Und es geht noch höher. 25,5. Jetzt gehen wir so in den 0,1er Bereich rein. Jetzt hatten wir mal gar nichts. So, machen wir jetzt noch einmal, dass wir Prozent bekommen und dann gehen wir auch erstmal wieder auf unsere Routen. Da haben wir doch schon wieder die erste und da hört ihr die Bremse. Da hört ihr die Bremse. Ich weiß gar nicht, wie hoch haben wir hier auf 29 stehen. Also wir haben eine Bremskraft von 3,8 Kilo. Und es ist natürlich, er zieht gut weg. Ich möchte auch nicht die Bremse jetzt fester drehen. Weil ich weiß nicht, wie groß der Fisch ist. Es wird aber wahrscheinlich keine Brasse sein. Es wird wahrscheinlich keine Brasse sein. Es könnte eine Schleie, es könnte ein Karpfen, ein großes Rotauge. Ihr seht, ihr hört da unten die Rolle, ist auch die Bremse am Ziehen, also er zieht da auch Schnur runter. Nicht nur hier, auch da unten, jetzt gerade weniger, aber auch noch, da jetzt zieht er wieder Schnur. Und die Bremse steht auch auf 29. Also es wird da auch ein längerer Kampf wahrscheinlich werden. Ich bin mal gespannt. Wir werden hier mal ein bisschen schneller jetzt einholen. Es funktioniert auch so einigermaßen. Da kommt er. Und was haben wir? Es sieht mir nach einem Karpfen aus. Wir haben den ersten Schuppenkarpfen auch gefangen. Das ist auch ein Foto wert. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf die dritte Route drauf.
Da haben wir die Bremskraft auf 27, da können wir aber auch nochmal hoch auf 29. Und dann seht ihr, wir sind schon im roten Bereich, also das heißt ganz vorsichtig, wir pumpen ihn hier mal ein bisschen ran. Weil anders werden wir ihn wahrscheinlich nämlich nicht bekommen. Und er zieht trotz alledem noch ab. Er zieht trotzdem alledem noch ab. Es ist schon ziemlich heftig. Und an der ersten Route ist auch schon wieder direkt ein Fisch dran. So, jetzt haben wir ihn hier aber erstmal. Da können wir die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Sobald die Fische einmal an der Wasseroberfläche waren, ist vorbei für die Fische. Dann ist eigentlich zu, na, sagen wir mal 85%, wo ihr sie eigentlich einholen könnt und auch ganz gut verwalten könnt und lenken könnt, ist natürlich dann auch. Und da haben wir den zweiten Schuppi. Haben wir da den zweiten Karpfen, da haben wir den zweiten Karpfen. Also das ist doch schon ziemlich heftig, würde ich sagen. So, hier haben wir jetzt auch, das scheint aber eine Brasse zu sein, weil die ist nach hier vorne gekommen. Ihr seht das Verhalten alleine schon von den Fischen. Wenn ihr lange Zeit einholen müsst, die Schnur, bis da erstmal Spannung drauf kommt, könnt ihr meistens von ausgehen, dass die dann nach vorne schwimmen. Und dann ist es, ja, zu 50% eigentlich, können wir sagen, eine Brasse. Wir können wieder in eine Köderbeschaffung reingehen und dort dann auch wieder ein paar Köder herstellen. Damit wir hier auch wieder schnell unsere Prozente hochtreiben können. Ihr seht jetzt, jetzt wird wieder länger, jetzt brauchen wir wieder länger, um 1% zu kriegen, um 0,1% besser gesagt zu bekommen. Oft haben wir jetzt, wo wirklich mal wieder einer nicht funktioniert. Aber okay, wenn wir jetzt bis auf 30% hochkommen, ist das doch schon wieder eine ganze Menge, was wir näher dran sind am Knobiteig. Ja, ich glaube natürlich jetzt nicht, dass wir mit der einen Portion hier auskommen, mit den 100 Portionen, die wir gekauft haben. Ich denke mal, da werden wir nochmal ein Paket kaufen müssen, um dort auch fertig zu werden. Aber wir schauen, wir lassen uns überraschen. Wir haben ja so grob überschlagen, so circa 45 Portionen bräuchten wir, wenn wir bei jeder Portion 0,2% kriegen würden. Jetzt haben wir dann natürlich einige, wo wir nichts bekommen und dann nur 0,1 bekommen. Ja, wird schwer. Also wenn ihr das Silber habt, kauft euch direkt zweimal 100 Portionen Perlgraupen, damit ihr hier auch vernünftig in einen durchskillen könnt. Oder ihr macht es halt direkt, wenn ihr euch hinstellt und euch die Zeit nimmt, direkt in der Festung selber. Dann braucht ihr natürlich nicht hin und her laufen. So wie wir es hier die ganze Zeit gemacht hatten, um da auch nochmal, so wie in der letzten Folge, Brot zu holen. Und hier haben wir auch schon wieder, da geht es doch schon wieder los. Ich bin mal gespannt, es könnte eine Brasse sein. Und es ist eine Brasse mit 1,2 Kilo. Ha! Und damit stehen wir auch im Chat drin, das heißt, die bringt auch Geld. Hier ist die Schnur schon wieder schlaff, aber da will nichts. Auch gut. Haben wir hier was dran, da haben wir auch nichts dran. Heißt, wir können wieder in die Köderbeschaffung gehen und dann hier auch weiter skillen. Damit wir hier hochkommen mit der Level. 28,6 haben wir. Das heißt, 6,4% fehlen uns natürlich jetzt noch. Aber ich glaube nicht, weil wir haben zu viel ohne Skillpunkte. Wir bekommen hier zu viel ohne Skillpunkte. Oder wir machen hier zu viel ohne Punkte. Ohne die Prozente, das ist dann mies. 28,8. 28,9. 29,1. Das ist schon mal ganz gut. Aber dann haben wir jetzt wieder Leerlauf. Da seht ihr, zweiter ohne Prozente,
Dritter ohne Prozente beim vierten erst wieder. Also, es ist schon. Haben wir jetzt aber zweimal hintereinander gekriegt. Das ist dann auch schon mal wieder in Ordnung. Da sogar nochmal. Dreimal hintereinander. Und dann haben wir den ersten wieder leer gehabt. Den zweiten wieder leer. Beim dritten schon wieder. Auch wieder sehr gut. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, dass wir nur auf 30% kommen. Dann gucken wir mal direkt nochmal zu unseren roten. 27,9. So. Na? Wo bleibt der letzte? Seht ihr, wie lange jetzt Zeit dazwischen ist? Nochmal einer ohne. Nochmal ohne. 29,8. Na, kriegen wir jetzt noch einen hin? 29,9 und jetzt haben wir die 30,1. So, und wir sehen hier schon wieder überall, beziehungsweise an der ersten Route, auf die Perlgraupen haben wir schon wieder eine Brasse. Und ihr seht auch oben links in der Ecke stehen, wir haben mittlerweile Perlgraupen 2900 und 970 ungefähr. Es ist natürlich eine Menge. Die verangelt ihr so schnell nicht. Also, ich kann euch da jetzt schon sagen, die verangelt ihr eine ganze Zeit lang nicht. Ihr macht das rein theoretisch hier wirklich, um nur eure Punkte hochzubekommen. Wir können jetzt natürlich hingehen und sagen, alles klar, wir gucken nach Honigteig. Oder nach Süßteig, besser gesagt. Keine Perlgraupen ausgewählt. So, dann haben wir jetzt hier, als nächstes wäre der Süßteig. Brauchen wir Weizenmehl? Haben wir nicht. Wir brauchen Milch und Zucker. Können wir alles an der Festung kaufen? Können wir gerne machen. Da können wir auch schleunig dann wieder hochskillen. Aber es ist auch nicht gerade billig. Wir können es gerne mal machen, dass ihr es auch mal gesehen habt. Dann kaufen wir da einfach mal so 10, 20 Portionen von allem. Und dann werdet ihr es sehen, was da für Kosten auf einen zukommen. Dass ihr seht, dass das alles nicht gerade billig ist, wenn ihr skillen wollt. Was heißt wollt? Ihr müsst auf eine Art skillen, weil sonst bekommt ihr nicht die Köder. Ihr bekommt, könnt sonst nicht die verschiedenen Futtermischungen machen und, und. Hätten wir jetzt die Futtermischungen für Brassen, könnten wir richtig, richtig fangen. Ist nicht wenig, was man anfängt. Es geht dann um einiges hoch. Prozente mäßig kann ich es euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, es geht wesentlich, die Frequenzen, die steigen. So, wir haben jetzt hier nochmal 33 gemacht. Dafür werden wir aber nicht unsere Lebensmittel alle bekommen. Das war Weizenmehl. 10 Portionen müssen reichen. Dann war es Zucker. Zucker ist verdammt teuer. Und es war Milchpulver. Jetzt ist aber die Frage, das war aber das andere. Oder? Das kostet eine Portion 52. Und hier kostet eine Portion, oh, okay, dann nehmen wir natürlich hier die erste, auch 10 Portionen. Ich weiß jetzt gar nicht, Mischungsverhältnis, da gucken wir mal. Süßteig, Zucker haben wir drin, Mehl haben wir drin und Milch haben wir drin.
10 Portionen Zucker, um einmal Süßteig herzustellen. Da seht ihr das. Und dann haben wir keinen Zucker mehr. Wir müssen jetzt wieder hingehen, Zucker kaufen. Und Zucker ist nicht gerade günstig. Wir kaufen für 10 weitere Portionen. So viel können wir aber gar nicht herstellen, weil wir gar nicht so die anderen Sachen dafür alle haben. Aber wir versuchen es. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und ansonsten werden wir es noch erleben. Dabei jetzt das erste Mal auch ohne. Genau wie jetzt auch wieder. Wir bekommen nicht bei jedem mehr die Prozente. Ihr seht es selber. Es ist sehr, sehr teuer. Deswegen sage ich euch, spart euch jedes Silber, was ihr euch sparen könnt. Nehmt jeden einzelnen Fisch mit, den ihr könnt, weil nur so bekommt ihr eure Sachen hin, damit ihr vernünftig skillen könnt. Wir haben jetzt Köderbeschaffenheit auf 31% und es fehlen uns noch 4%. 4% in der Köderbeschaffenheit. Genauso wie uns jetzt in Angelfutterzubereitung fehlen uns auch noch einiges, um dass wir hingehen können, hier unser Brassenfutter herzustellen. Brauchen wir Perlgraupen, die haben wir, und Anisöl haben wir eigentlich auch. Ne, haben wir nicht, aber das bekommen wir hin. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mit Sicherheit Brassenfutter herstellen. Aber meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr am Mittwoch wieder einschalten würdet. Habt noch einen schönen Neujahresstart. Genießt den freien Tag noch. Morgen geht es ja für einige wieder los. Und ja, bleibt dabei, unterstützt den Kanal weiterhin. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis dahin und tschüss.